So guys, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von wahrscheinlich The Legend of Zelda, oder? Ich meine natürlich Yoshi's Crafted World. Und diesmal nehme ich auf, ich sehe es, ich habe keine Fail-Aufnahme. Also, gehen wir frisch und blind in das nächste Level. Zuvor will ich mir aber noch ein Outfit anziehen. Vielleicht sogar irgendwas Frisches. Hat mir beim letzten Mal nicht irgendwas Neues bekommen? Oh, wir können... Oh ja, die Rakete. Oh ja. Ich bin im Turbo-Modus, Leute. Ich bin im Raketenmodus. Ich gehe nachher noch ins Gym. Oh, und hier gibt es nur 5 Blumen. Das ist wenig. Let's go. Ich habe heute sehr wenig gesprochen. Es war ein... Ich glaube, seit ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich wahrscheinlich 10 Sätze gesprochen. Ich habe heute mit niemandem telefoniert. Ich habe nur kurz meinen Dad besucht, habe mit ihm ein paar Sätze gewechselt und bin dann weitergefahren. Dementsprechend habe ich leichten Gesprächsbedarf. Ja, das Homeoffice hat nicht nur Vorteile. So, man redet auch sehr wenig. Man sozialisiert sich nicht so. Und ich bin übel schlecht. Okay. Aber das Levelprinzip ist jetzt schon klar und sie spielen hier mit spannender Physik. Also es sind nicht nur einfach Blöcke, die sich drehen, sondern die klappen auch um. Man muss auf die Faltstellen achten und alles drum und dran. Spannendes Levelprinzip, definitiv. Und hier sind direkt schon mal die ersten beiden roten Münzen. Ne? Das ist dann auch wunderbar und wir kriegen direkt den Jackpot mit 40 Coins. Sehr geil, das war schon mal ein guter Start ins Level. Ich weiß aber nicht, ob mir das gefällt oder nicht, dieses Levelprinzip. Ich meine, es ist innovativ und so, aber es ist sehr, sehr, sehr eklig. Da hinten ist das Geschenk. Es ist sehr, sehr eklig, sich auf diesen Teilen hier fortzubewegen. Aber wir haben schon das Geschenk. Also kann eigentlich gar nichts mehr schieflaufen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir aber 2 Wege. Ich kann hier runter, ich glaube hier unten lang springen. Ist der vom Spiel gewollte Weg. Und das hier ist der Bonusweg, denn das ist eine Timer-Challenge, wo wir wahrscheinlich einfach nur Münzen sammeln müssen. Genau so ist es, ihr Schweine. So. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Das müsste doch Blume Nummer 1 sein, da es eh nur 5 gibt. Kann es, glaube ich, gar nicht so... fällt es einem auf, wenn man Blumen verpasst, weil dann einfach gefühlt 8 Jahre keine Blume mehr kommt. Weil ja sowieso nur alle 6 Jahre eine kommt. Ne? Es ist quasi, die Blumen sind ja so relevant oder so häufig wie die Schaltjahre. Ne? Es ist, also ihr merkt schon, ich bin wirklich... Also ich habe heute Top-Jokes am Start. Ich bin... unglaublich gut drauf. Also ich bin wirklich gut drauf, aber ich meine mit gut drauf, dass ich nichts Gehaltvolles von mir gebe. Aber wann tue ich das auch schon? Mal abgesehen von Themenvideos. Aber ansonsten kommt aus meinem Mund ja nicht viel Gehaltvolles, ne? Muss man jetzt an der Stelle auch einfach mal zugeben. Warum ist hier eine andere Farbe von Tonpapier? I don't know. Und der Hintergrund sieht irgendwie auch sehr... Uff, wer seid ihr denn? Der Hintergrund sieht irgendwie auch echt weird aus, wenn ich ehrlich bin. Was soll das darstellen? Wetten, das sieht irgendwie aus, als ob das noch alles ineinander zusammenbrechen würde oder so. Keine Ahnung. Es ist... Moment mal, hier geht's runter? Achso, ich kann da unten laufen. Ja, okay, dann geht's da natürlich runter. So, und da sind Fragezeichenflatterer. Aber ich muss erstmal hier diese Vögel essen. Und die spucken mir, oho, 5 rote Münzen aus. Das ist verdammt viel. Das sind wahrscheinlich normale Münzen, ja. Okay, damit ist mein rote Münzdefizit auch innerhalb kürzester Zeit schon wieder gefixt. Das ist natürlich sehr angenehm. Und hier sind überall diese Viererkreise, die alle irgendwie so aussehen, als ob das rote Münzen sein könnte. Ich weiß nicht, Viererkreise sind sehr, sehr häufig irgendwie immer rote Münzen. Oder es ist mindestens immer eine rote Münze vorhanden, aber hier irgendwie nicht. Und das stresst mich. So, ich weiß zwar auch nicht, wie Yoshi hier überall stehen kann, aber da geht's nach oben. Und da muss ich auch hin, weil hier mit Sicherheit Blume Nummer 2 ist. Yes! Was ihr müsst eigentlich wissen, ne? Ich kann jetzt auch einfach mal in Part 41, in dem wir uns mittlerweile befinden, kann ich auch einfach mal die Katze aus dem Sack lassen. Eigentlich habe ich das Spiel entwickelt, ne? Eigentlich habe ich das Spiel entwickelt und tue jetzt halt so auf, oh, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Das ist ja alles voll blind hier und so, ne? Also, machen wir uns nichts vor. Ich weiß schon, wo das ganze Zeug ist. Aber es soll halt einfach noch spannend für euch sein, dass ihr einfach auch noch das Gefühl habt, was Neues zu entdecken. Und deswegen mache ich das Ganze. Ich predikte, wo die Geschenke sind, weil ich die Geschenke immer finde. Übrigens, diese Libelle
Könnte eine Suchmission sein. Na, ich finde immer die Geschenke. Ich finde immer alle Secrets. Das muss euch ja auch schon irgendwann aufgefallen sein. Oder? Jetzt seid mir ehrlich. Ich meine, es ist ja wirklich zu offensichtlich, wie gut ich in diesem Spiel bin. Boah, ich lade gerade übelstes Minus-Karma auf. Wisst ihr das? Ich lade gerade übertriebenes Minus-Karma auf. Aber was soll's? No risk, no fun. Und hier waren weitere 3 rote Münzen. Sehr gut. So, und nicht anders muss das laufen. So, und jetzt gibt es hier schon wieder ganz, ganz viele Wege, die ich gehen kann. Ich kann, wie gesagt, irgendwie hier diesen Weg nach unten gehen. Aber stopp. Da drüben oben war auch noch was. Oh. Ich hab's euch gesagt, Friends. Das Level wird, beziehungsweise hat das Potenzial, ziemlich eklig zu werden. So, da oben habe ich jetzt aber nichts mehr verpasst, oder? Da gehe ich jetzt erstmal hier hin. Okay, dann lande ich auf sicherem Boden. Aber eigentlich will ich noch gar nicht auf sicherem Boden. Weil ich mich erstmal hier komplett umgucken will. Weil mir das hier nach einem Bonusweg aussieht. Und der bringt mich entweder... Ja, der bringt mich direkt zur vierten Blume. Das Level scheint wirklich verdammt kurz zu sein. Oh, was tue ich? Ja! Puh. Ich war in diesen Ballon-Challenges noch nie gut. Und hier sind noch 3 weitere rote Münzen. Sehr gut. So, die Blume müssen wir jetzt noch kurz holen. Nummer 4. Nice. Und jetzt gibt es erstmal Geldregen für uns. Darauf Prost, Freunde. Nachdem ich versuche aktuell meinen Zuckerkonsum etwas runterzuschrauben. Na, ich bringe den Safe nicht auf null. Ich fress immer noch übelst gerne Müsli-Riegel. Und, oh boy, was ist das denn jetzt? Neben Müsli-Riegeln fresse ich auch Turbo-Gern. Ketchup. Nudeln mit Ketchup, Friends. Das ist die reale Ernährung. Nee, also ich schraube meinen Zuckerumsatz nicht auf null, aber nachdem ich aktuell versuche, eine Spezi-Pause zu machen, ja, so schwer mir das auch fällt, bin ich aktuell bei diesen ganzen Cola-Zero-Getränken gelandet. Also Light, Zero, wie sie nicht alle heißen. Jetzt kommt mir bitte auch nicht mit dieser Diskussion bezüglich Aspartam und Süßstoffen und so weiter und krebserregend. Ich habe dazu echt viele Dokus angeguckt. Also auch kritische Dokus und weniger kritische. Und also ich habe mich da wirklich vielseitig drum bemüht, herauszufinden, wie sehr das meiner Gesundheit schadet. Aber eigentlich der Konsens aus allem war, wenn man es in Maßen trinkt, dann ist es eigentlich problemlos. Es gibt wirklich kaum, also keine Studien, die handfest belegen, dass das nachweislich krankheitsfördernd ist oder so weiter. Dementsprechend habe ich jetzt einen Kasten, natürlich in Glasflaschen. Leute, Plastikflaschen, alles aus Plastikflaschen schmeckt nicht so geil wie aus Glasflaschen. Und dann habe ich jetzt eine Etage Cola Zero mit Glasflaschen und eine Etage Cola Light mit Glasflaschen. Um dich einfach mal so in der 0,33 kühle Cola aus dem Kühlschrank zu lassen und dabei eine wunderschöne Folge Yoshi aufzunehmen. Das ist das, was nach dem Feierabend meine Seele richtig runterbringt. Ohne Spaß. Es macht mich einfach unglaublich glücklich, hier mit euch das Spiel spielen zu können. So, der erste Durchlauf von diesem Game war sehr gut und das ist der perfekte Moment für eine Lernstunde. Wir haben beim letzten Mal über Asteroiden, Meteoriten und Meteoride gesprochen und Meteore. Und hier gibt es nochmal eine Ergänzung von Stefano. Also, zur Asteroiden-Diskussion. Bei Dingen, die keine Planeten sind, muss man unterscheiden zwischen Kleinkörpern und Zwergplaneten. Kleinkörper sind Objekte, deren Durchmesser unter 300 Kilometer ist. Also ungefähr, nein, okay, ich bringe jetzt keinen fetten Vergleich. Ein Durchmesser unter 300 Kilometer ist, was dazu führt, dass ihre Eigengravitation nicht ausreicht, um kugelförmig zu werden. Ne? Das heißt, alles, was einen höheren Durchmesser als 300 Kilometer hat, hat so eine Eigengravitation, dass es kugelförmig wird. Zu Kleinkörpern zählen Kleinplaneten, Asteroiden etc. Eine große Ansammlung von Asteroiden ist der sogenannte Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Zwergplaneten wie Pluto sind planetenähnliche Objekte, die zu klein für Planeten und zu groß für Kleinkörper sind. Meist haben sie auch eine ellipsenförmige Umlaufbahn. Neben Pluto sind die bekanntesten Zwergplaneten Eris und Haumea. Ich kenne sie nicht. Die beide hinter Pluto sind und Ceres, der sich im Asteroidengürtel befindet. Habe ich alle noch nie gehört. Monde sind nochmal anders. Es ist egal, was sie sind und wie groß sie sind. Hauptsache, sie umkreisen einen Planeten oder einen Zwergplaneten.
Wie kam ich von Asteroiden zu Monden? Keine Ahnung, Bro. Egal, Hauptsache, ich konnte etwas zur Himmelskörperdiskussion beitragen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Also, wir werden noch richtige Weltallexperten in diesem LP. Und ich will auch Hundeexperte werden, deswegen sammeln wir jetzt Schnuffelchen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh nein, du Sohn. Komm her. Da ist er. Da chillt er. Oh nein. Komm jetzt her. Komm jetzt. Jetzt hüpft er da oben. Mach nicht solche Faxen mit mir. So. Doofer Hund. Ich höre ihn und ich sehe ihn. Hier an diesem großen Würfel chillt er. Wir müssen hier leider eine Umdrehung abwarten. Wir kommen jetzt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Muss man jetzt einfach mal ehrlicherweise zugeben. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg den Bums hier nicht hin. Und es kostet halt alles Zeit, ne? Es kostet halt alles Zeit. Jetzt bin ich tot. Nein, ich lebe. Nein, ich bin tot. Doch, ich lebe. Aber wie soll ich an den Hund rankommen? Wie? Ich positioniere mich einfach hier. Genau so. Muss ich hier überhaupt runter? Ist das überhaupt der richtige Weg? Oh, ich habe safe viel zu viel Zeit verloren. Aber das ist echt nicht einfach. Da ist er. Der ist easy zu bekommen. So, jetzt muss ich nur noch schnell ins Ziel. Und das scheint zu klappen. Das scheint tatsächlich zu klappen. Und wir bekommen sogar die Blume für die Zeitmission. Uff. Nicht easy. Nicht easy, weil man hier viel auf diese Umdrehung warten muss. Und wenn man da einen blöden Rhythmus hat, verliert man verdammt viel Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was die... 3:30, holy shit, das war schon wieder übelst knapp. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, nur eine Sekunde oder so. Also unter einer Sekunde, das war crazy. Aber wir haben heute einen Fanart. Es tut mir übrigens leid, dass ich das beim letzten Mal vergessen habe einzublenden. Aber ich habe es in der Beschreibung verlinkt und in den Kommentaren verlinkt. Also man hat es gefunden. Das heutige kommt von Tony. Und dann ganz viele Zahlen. Es kam über Twitter rein. Das ist übelst sweet. Das bin ich. Ja, das sieht man beim Hut im Yoshi-Outfit mit interessanten Schuhen. Diese Schuhe würde ich mir übrigens nicht kaufen. Mit drei Eiern, die mir nachtanzen. Und auch einem Gürtel, wo die Blumen dran sind. Das erinnert irgendwie voll an einen Poketrainer mit seinen Pokebällen. Übelst sweet, gefällt mir. Vielen, vielen Dank. Echt cool. Und beim nächsten Mal gehen wir zum Solar-Zoom. Das sieht mir schon eher nach einem Zuglevel aus. Aber es ist ein Match. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und bis zum nächsten Mal, Friends. Euer Hübi. Haut rein.